In diesem Teil des Basler Kreuzgang liegt neben dem berühmten Johannes Ockham-Lambert auch wie Brandis Rosenblatt. Sie war ein richtiger Superstar unter den Reformationsfrauen. Sie ist von Seggingen nach Basel gekommen und hat mit 20 den Magister Ludwig Keller geheiratet. Von dem hat sie eine Tochter bekommen. Nach zweijähriger Ehe ist ihr Mann gestorben. Und mit 24 hat sie Johannes Ockham-Lambert geheiratet. Eigentlich hat er Hausschein geheissen, aber selbst mal hat man noch allen latinischen Namen gegeben. Öko, Haus, Lambert, Lampe, Licht. Und schon ist aus einem Hausschein der Ockham-Lambert geworden. Unsere Brandis Rosenblatt jedenfalls hat ihm drei Kinder geschenkt. Als er dann ausselig geworden ist, da hat sie mit jetzt 27 Jahren einen anderen Reformator geheiratet, der Wolfgang Klöpfel, der eigentlich latinisch Capito Kopf geheissen hat. Auch hier hat es wieder Kinder gegeben, zwei Buben und zwei Mädchen. Danach ist auch der Capito gestorben und wie Brandis Rosenblatt hat ihm einen Widmer, Martin Butzer, ihre vierte Ehe angetragen. Der Butzer, der sich Butzerus genannt hat, war auch ein leidenschaftlicher Reformator. Er hat vier Kinder von seiner ersten Ehe mitgebracht. Und dazu haben sie dann noch zwei zusammen. Als der Butzer einmal nach England gereist ist, hat wie Brandis eine Warnung bekommen. Sagend Herr Martins Hausfrau, sie soll sich bald auf die Fahrt machen. Oder er wird eine andere kriegen. Die Herzogin von Suffolk will ihn haben. Tatsächlich ist dann der Butzer in England in den Arm von der Brandis gestorben. Aber, so heißt es in der Chronik, auch treu umsorgt von der Herzogin. Als vierfache Witwe und elffache Mutter ist die immer noch sehr schöne und erst 47-jährige Brandis Rosenblatt wieder zurück nach Basel gekommen. Und da 1564 an der Pest gestorben. Sie ist, das darf man doch so sagen, ein eigentlicher Wanderpreis von der Reformation gewesen. Sie liegt jetzt hier in Ruhe und Frieden. Im Gleibaselane gibt es ein Alters- und Pflegeheim, wo ihren Namen in die Gegenwart trägt.